So, Gute zusammen. Schön, dass wir alle wieder hier sind. Grüße aus dem Studio 11. Hier ist der Bruchwegbericht, formerly known als die 05er News. Hier gibt's ab jetzt zum Spieltag immer alles, was man wissen muss über unsere Mannschaft und unseren Herzensverein. Ja, sportlich ist die Sachlage eigentlich klar. Zum Liga-Auftakt geht's am Sonntag nach Leipzig. Und klar ist da auch, an die gibt's keine guten Erinnerungen aus der vergangenen Saison. Und RB war immerhin auch noch Champions League-Halbfinalist. Aber erstens haben die zwei ihrer wichtigen Offensivspieler verloren, inklusive Timo Werner. Und zweitens hat sich unsere Mannschaft in dieser Trainingswoche auf den Gegner bestens vorbereitet und sich auch einiges vorgenommen. Wir hatten am Anfang eher kleine Aktionen, wo wir in den Zweikämpfen drinstehen mussten, wo wir immer wieder in engen Räumen aggressiv nach vorne verteidigt haben. Das können wir sicherlich auch gegen RB Leipzig brauchen. Und sind dann natürlich im Verlauf der Woche jetzt dann etwas größer geworden, haben gesamttaktische Dinge besprochen, wie wir verschieben wollen, welche Räume wir aber auch natürlich nutzen wollen, wenn wir im Umschaltmoment da sind oder auch im Ballbesitz. Kompaktheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir brauchen. Wir dürfen uns nicht zu sehr auseinanderziehen lassen. Natürlich werden wir die Offensive von RB genau uns anschauen und wie wir dagegen stehen können. Aber wir wollen natürlich auch mit unserem Ballbesitz was anfangen. Und wir brauchen vor allem auch ein ganz gutes Miteinander, sodass wir enge Räume schaffen und in diesen engen Räumen entsprechend aggressiv nach vorne verteidigen. Denn es ist für jeden Spieler nicht ganz so schwer, wenn er viel Raum zur Verfügung hat, Fußball zu spielen, wenn der Raum eng ist und letztendlich dort in diesem engen Raum dann auch aggressiv in den Zweikämpfen agiert wird, dann ist es dann doch wieder für jeden Fußballer auch entsprechend schwer. Und wir wollen es RB Leipzig möglichst schwer machen. Anstoß in Leipzig am Sonntag ist um 15.30 Uhr und 05 FM überträgt wie immer die kompletten 90 Minuten live. Und da gibt es bestimmt also wieder schön was auf die Ohren. Apropos auf die Ohren, der ein oder andere wird sich noch daran erinnern an Aufgepasst und Rangeklotzt, den 05 FM Audiobeweis. Und unsere Podcast-Reihe geht auch in dieser Saison wieder weiter. Erster Gesprächsgast war, wie sich's gehört, Sportvorstand Rufen Schröder. Und wir haben diesmal sogar die Kameras mitlaufen lassen. Gänsehaut, wenn du das Spiel nur noch gewinnst und auch nach dem Spiel sich da mit den Zuschauern so nicht abzuklatschen, aber gefühlt abzuklatschen. Die Jungs haben sich's verdient und sie bringen diese Würze, diese Frische. Und wenn ich sehe, wie das Publikum dann auch darauf reagiert, da brauchen wir doch jetzt gar nicht mehr über so einen Blödsinn zu reden, warum oder? Sprichst du es dann an? Ich wollte wissen, ob nur ich das so sehe oder ob Ruben das auch so sieht. Find ich gut, weil das muss man ja auch wieder herausheben, weil es oftmals dann auch vergessen wird. Jeder weiß, dass es einfach ein Stich ins Herz ist, nicht nur für einen persönlich, sondern auch für jeden Fan, für das ganze Umfeld, für die ganze Reputation. Natürlich haben wir da Fehler gemacht, sonst passieren ja auch keine Tore, aber wie dann umgeschaltet worden ist, das war schon à la bonne. Ja. Mit jedem Zweikampf musst du dir das Selbstvertrauen holen. Du musst dem Gegner zeigen, alter Schwede. Der hängt mir so auf der Pelle. Eklig. Geht gar. Ja, ist eklig. Und da musst du Dinge überstehen und da musst du mit der Körpersprache da sein und dann zu sagen, Kacke, heute wird es schwer. Das sind so kleine, ich habe schon viele Schimpfwörter benutzt, ne? Aber ich bin voll im Fußballmodus. Ruben macht ja keinen Kopf, also ich sitze neben Klotzi, ne? Ja, Schimpfwörter. Ja, einfach mal in so einen Flow reinzukommen. Einfach auch, dass in guten Spielen, dass du das Spiel sowieso gewinnst und in schwächeren Spielen es trotzdem versucht auch zu punkten. Ja, also lustig und kurzweilig war es auf jeden Fall. Und wenn du dich schon mal mit Rufen Schröder unterhältst, dann kriegst du natürlich auch Antworten auf die richtig wichtigen Fragen. So, dann gibt es die berühmte Gerüchteküche, die brodelt immer ganz gerne. Aaron, Niakate, Mateta, Kunde, viele, viele Namen, die da durch die Gazetten geistern, die immer mal wieder für mögliche Transfers gehandelt werden. Ist das für dich eher nervig oder kannst du darüber lächeln auch? Ich kann nicht darüber lächeln, auch dass du in der Reihenfolge den Quaison wieder nicht genannt hast. Weil das ist ja immer wieder, ich habe es extra nicht genannt. Das ist ja immer wieder das Gleiche und ist wirklich ein Phänomen. Der Junge wird einfach nicht genannt. Ja. Und da können wir ja auch aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir wissen, dass das in der letzten Woche ist, also kurz vor knapp dann auch war mit einem Abschluss. Robin ist sehr gefragt, aber du merkst ganz, ganz deutlich, dass die Jungs immer wieder in den Fokus rutschen. Und selbst wenn der GP dann drei Tore gegen einen Viertligisten schießt, da sind die Engländer schon wieder alle ganz wuschig. Den Podcast in seiner vollen Länge findet ihr auf den gängigen Kanälen. Den Link dazu gibt es wie immer in der Videobeschreibung.
So, jetzt blicken wir nochmal auf den Nachwuchs. Die U23 ist nämlich schon im Ligabetrieb, hat schon 3 Spiele absolviert. 2 gewonnen, 1 verloren. Der 3. Sieg soll am Samstag her, wenn Freiburg 2 am Bruchweg gastiert. Anschluss ist um 14 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr steigt auch unsere U19 in die Liga ein. Gegner ist der Karlsruher SC und um 11 spielt die U17 ihr erstes Saisonspiel gegen Wien Wiesbaden. So, und nochmal der Hinweis, dass vorerst leider keine Zuschauer zu den Spielen unserer Nachwuchsteams zugelassen sind. Anders dagegen bei den Profis. Und auch hier verweisen wir gerne nochmal auf die Seite heimspielzusammen.mainz05.de. Als Dauerkarteninhaber könnt ihr nämlich an der Verlosung teilnehmen und dann beim ersten Heimspiel in der Opel Arena gegen Stuttgart live dabei sein. Einfach Namen, Dauerkartennummer eingeben. Das Ganze bis Montag früh um 8 Uhr. So, und dann seid ihr schon mit im Topf. Man kann sich auch als Gruppe registrieren, also mit ein paar Kumpels, sofern die alle Dauerkarteninhaber sind. Und wird euer Name dann gezogen, bekommt ihr eine Mail mit einer Bestätigung und dann kann auch der Ticketverkauf gestartet werden. Viel Glück also dazu, viel Spaß am Sonntag zum Ligastart und vielleicht hören wir uns ja auf 05 FM. Schön wär's ja schon. Bis dahin, macht's gut, wir machen's ja auch.